Ja, danke, Frau Seddich, für die nette Begrüßung. Ich versuche mal meine Folien zu starten, aber ich sehe schon einen neuen Blick. Da ist nicht die Eingangsfolie, sondern schon der Einstieg. Einen Blick. So, gut, ich möchte ganz herzlich Sie begrüßen. Danke, Frau Seddich, für die Einführung. Herzliche Grüße an Herrn Ahl, an alle Beteiligten der Karg-Stiftung und von NIFBE, die an diesem wunderbaren Projekt beteiligt sind, und alle Kitas, die sich auf den Weg machen, in diesem Projekt mitzuarbeiten, und natürlich alle zuhörenden Landtagsabgeordneten und so weiter, die hier heute dabei sind. Frau Seddich hat schon gerade gesagt, ich werde über die Bedeutung des Systems der Kindertageseinrichtung für die Entwicklung hoher kognitiver Begabungen berichten und damit sozusagen so ein bisschen inhaltlich nochmal in das Projekt einsteigen. Und ich freue mich sehr sozusagen, dass ich mitwirken kann auch an diesem Projekt mit dem Team, was schon gerade genannt wurde. Ja, was mache ich heute? Nach einem kurzen Einstieg werde ich mich vor allen Dingen konzentrieren auf die Bedeutung des Systems Kita für die Entwicklung hoher kognitiver Begabung und das auf unterschiedlichsten Ebenen ausführen und komme auch dann zu einem sehr kurzen Fazit. Ich werde mich dabei auf Ergebnisse einer Studie beziehen, die wir für die Karg-Stiftung machen konnten: Hochbegabung und soziale Ungleichheit in der frühen Kindheit, zusammen mit Claudia Mehler, Kirsten Schuchert und Katja Zebe. Wobei das Thema soziale Ungleichheit heute nicht im Mittelpunkt stehen wird. Ich werde eher sozusagen die Hochbegabung im Kontext von Inklusion auch verorten, weil das ja auch zentrales Thema hier in dem K-Campus-Projekt ist. Ich werde ein bisschen eingehen auf das Projekt NetzIn, die wissenschaftliche Begleitung und die Perspektive, die wir dort einnehmen werden. Aber bevor ich einsteige, richtig, ist es wichtig, dass Sie meine Untersuchungsperspektive verstehen, weil natürlich kann man über Hochbegabung auf vielfältige Art und Weise sprechen. Es gibt ja auch schon einige Publikationen dazu. Und wenn es ein Vortrag von einer Dreiviertelstunde ist, muss man doch sich in seiner Perspektive beschränken. Und welche Perspektive ich da einnehme und welches Verständnis von Hochbegabung ich einnehme, werde ich jetzt auch kurz nochmal erläutern. Aus unserer Perspektive und im Anschluss an Lütje Klose und Löser ist eine inklusive Bildung, Erziehung und Förderung zeichnet sich dadurch aus, dass sie soziale und persönliche Unterschiede in den Zugehörigkeiten, Lebenslagen und Entwicklungsbedingungen von Kindern wahrnimmt und die sozialen und persönlichen Teilhabebeschränkungen im alltäglichen Zusammenspiel der sozialen und persönlichen Differenzlinien pädagogisch bearbeitet. Also, hier geht es um einen weiten Inklusionsbegriff. Und was hat das mit dem Thema Hochbegabung zu tun? Es wurde auch am Anfang schon benannt. Die Nichtberücksichtigung des Themas führt zu einer Verringerung von Teilhabemöglichkeiten auch von Kindern, die möglicherweise eine Hochbegabung haben oder eine Hochbegabung-Entwicklung entwickeln. In diesem Sinne ist Hochbegabtenförderung auch eine Inklusionsaufgabe. Das ist ein Schaubild, was mich eigentlich mein Forscherleben schon lange begleitet, von Anselm Strauß, einem Forscher, der sozusagen hier die Grounded Theory entwickelt hat und der immer wieder darauf hingewiesen hat, dass wenn man Phänomene untersuchen will, wie zum Beispiel eine Handlung oder eine Interaktion hier in der Mitte des Kreises, hat sie was damit zu tun, was außenrum geschieht. Also das, was in diesem Karg-Campus-Projekt passiert, kann nicht losgelöst zum Beispiel betrachtet werden von bildungspolitischen Entwicklungen und so weiter. Also in dieser Bedingungsmatrix müssen wir uns auch Hochbegabung anschauen.
Und ich werde vor allen Dingen heute einen Fokus legen, nicht auf einen ganz, ganz weiten Begabungsbegriff, sondern werde stark auf das Thema Hochbegabung eingehen, also auf eine intellektuelle Hochbegabung. Die kennzeichnet sich nach Breckel und Fock dadurch durch ein extrem hoch ausgeprägtes, leistungsbezogenes Potenzial für Informationsverarbeitung, Lernen und Wissensaneignung, abstraktes Denken sowie Problemlösen, entweder generell oder auch in bestimmten Bereichen, in bestimmten Domänen. Man kann sich natürlich sehr, sehr ausführlich über den Begriff der Hochbegabung austauschen und es gibt sehr, sehr viele Definitionsversuche. Das haben wir auch in der Expertise gemacht, aber ich werde es in diesem Vortrag mich erstmal kurz auf diese Definition beschränken, um dann zu meinem Hauptthema auch zu bekommen, der Bedeutung des Systems Kita für die Entwicklung hoher kognitiver Begabungen. Vorüberlegung. Nochmal, die Umsetzung einer hochbegabungsgerechten pädagogischen Arbeit ist unserer Ansicht in Kindertageseinrichtungen mit der Querschnittsaufgabe zur Umsetzung von Inklusion zu denken. Und wenn man Inklusion denkt und diese Matrix sich nochmal vergegenwärtigt, die ich vorhin aufgeführt habe, gibt es unterschiedliche Vorschläge auch, wie man das im Bereich Inklusion denken kann. Zum Beispiel hier von Heimlich ein mehrdimensionales Modell mit Perspektive auf Inklusion und Begabung. Es geht eben nicht nur sozusagen um die Kinder, die natürlich im Mittelpunkt stehen mit ihren individuellen Bedürfnissen, sondern will man Inklusion auch systemisch denken, muss man daran denken, inklusive Spiel- und Lernsituationen zu gestalten in multiprofessionellen Teams, natürlich in einer Organisation Kindertageseinrichtung und braucht dafür externe Unterstützungssysteme. Unserer Ansicht nach reicht diese Perspektive auf Inklusion noch nicht aus, denn es braucht zusätzlich noch einen Blick auf kompetente Systeme. Das ist ein Modell, was Urban und andere entwickelt haben. Also das heißt, jegliche pädagogische Arbeit kann nicht darauf reduziert werden auf die Kompetenz individueller Fachkräfte. Also, und das KARC Campus Projekt legt ja auch einen Wert darauf, eben auf unterschiedlichen Ebenen auch die Unterstützung von Hochbegabungsförderung voranzutreiben. Die Kompetenz nämlich eines professionellen Systems ergibt sich nicht nur durch die Weiterentwicklung einer einzelnen Systemebene, also zum Beispiel der besonders guten Interaktionsqualität von pädagogischen Fachkräften, sondern auch durch die Art und Weise der Beziehung zwischen den unterschiedlichen Ebenen, also zum Beispiel im Verhältnis von Bildungspolitik und Kita-Organisationen. Potenziale der Professionsentwicklung werden eingeschränkt, wenn Entwicklungen auf der einen Ebene im Professionssystem mit Entwicklungen auf der anderen Ebene im Widerspruch stehen. Das haben wir natürlich sehr stark gesehen in der Corona-Pandemie und auch aktuell ist das wichtig. Und so ist der Blick, den ich hier einnehme, auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt. Natürlich haben wir als Kern die pädagogische Aufgaben von Wahrnehmen, Beobachten, Planen und Fördern. Aber diese sind natürlich gerahmt durch Organisationen, die bestimmte Ressourcen haben und die sich auch dann zu inklusiven Organisationen entwickeln sollen. Und das machen sie natürlich auch darüber, und das ist ja auch ein Schwerpunkt in diesem Projekt, durch die Vernetzung mit anderen Organisationen. Das Ganze ist aber natürlich fachlich gerahmt, dadurch, dass wissenschaftliche Expertise zur Verfügung steht, dass fachschulische Lehrpläne vorhanden sind und Qualifikationsprofile auch auf der hochschulischen Ebene vorzufinden sind, dass Weiterqualifizierung überhaupt geschieht in diesem Rahmen und natürlich auch, dass sowas wie Initiative und Projekte bestehen. Auf bildungspolitischer Ebene sind hier Gesetze und Bildungspläne immens wichtig. Und ich will also in diesem Sinne dieses Schaubilds, jetzt die einzelnen Ebenen auch nochmal durchgehen in meinem Vortrag. Zu den bildungspolitischen Rahmungen. Gemäß der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland hat jeder junge Mensch ohne Rücksicht auf Herkunft und wirtschaftliche Lage das Recht auf eine seiner Begabung entsprechenden Erziehung und Bildung und Ausbildung.
durch das Bundesamt, durch Justiz, also durch das Grundgesetz, sind also schon mal gute Rahmenbedingungen geschaffen, um eine Begabungsförderung auch zu unterstützen. Zugleich findet sich im Rahmen der Jugendministerkonferenz und der Kultusministerkonferenz im gemeinsamen Rahmen der Länder für die frühe Bildung auch sozusagen die Förderung von Kindern mit besonderer Begabung als eine Querschnittsaufgabe formuliert. Schon etwas älter, von 2009 auch, gibt es eine Grundsatzposition der Länder zur begabungsgerechten Förderung. Hier geht es darum, einen individuellen Entwicklungsstand orientiert, integrative sowie segregierende Fördersettings zu schaffen. Zugleich findet sich auch in den Bildungsplänen der einzelnen Bundesländer durchaus Hinweise auf Hochbegabung. Aber diese sind sehr, sehr unterschiedlich. Im Bundesland Niedersachsen wird der Begriff zum Beispiel Hochbegabung zweimal im Kontext von Beobachtungsverfahren zur Identifizierung von Förderbedarfen genannt. Oder wie in Baden-Württemberg in der Ausformulierung pädagogischer Grundlagen von einer begabungsgerechten Förderung gesprochen. Der Begriff Hochbegabung findet dann aber zum Beispiel in Baden-Württemberg gar keine Erwähnung mehr. Hessen wiederum widmet sich unter der Überschrift Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Doppelpunkt roher Behinderung, erhöhte Entwicklungsrisiken, findet sich auch der Begriff der Hochbegabung. Und hier finden Sie so einen Auszug aus dem hessischen Bildungsplan, der, und das ist ein Beispiel dafür, dass mal Hochbegabung etwas ausführlicher, also in ein paar Sätzen auch bedacht wird inhaltlich. Und hier heißt es, hochbegabte Kinder haben ein Potenzial zu außergewöhnlichen Leistungen. Kognitive Hochbegabung ist durch eine hohe Ausprägung der allgemeinen Intelligenz definiert. Daneben gibt es spezifische Talente, zum Beispiel auch im sportlichen und musischen Bereich. Also hier wird zum Beispiel auch differenziert zwischen Talenten und Hochbegabung. Findet man selten in den Bildungsplänen. Eine anregungsreiche, individualisierte und flexible Gestaltung der Arbeit in vorschulischen Einrichtungen in der Grundschule begegnet der Gefahr einer dauerhaften Unterforderung. Hochbegabte Vorschulkinder bedürfen, wie alle anderen Kinder, auch eine auf ihre Fähigkeiten, Neigungen und Interessen abgestimmte integrative Förderung. Ein Beispiel dafür, dass das auch benannt werden kann, Hochbegabung auch Thema sein kann. Also da ist dann der hessische Bildungsplan sozusagen ein Impulsgeber, auch für die pädagogische Arbeit in Kindertageseinrichtungen. Man kann insgesamt sagen, dass das Thema Hochbegabung dann auch in Deutschland durchaus verankert ist, aber eben in den Bundesländern sehr unterschiedliche Beachtung findet. Man findet insgesamt aber dann in der Beschäftigung mit Begabung und Hochbegabung eine geringe Ausdifferenzierung der Begriffe. Es wird manchmal so alles in den Topf geworfen, hat man den Eindruck. Und häufig findet man sozusagen eine Zuordnung von Kindern zu Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Hochbegabte erscheinen damit als besondere Gruppe oder verbesonderte Gruppe. Und da kann man sich die Frage stellen, ob das mit Ideen von Inklusion auch zusammengeht. Hochbegabte erscheinen auch immer als eine homogene Gruppe, so als ob es gar keine Unterschiede zwischen hochbegabten Kindern geben könnte. Welche fachlichen Rahmungen gibt es? Guckt man sich den wissenschaftlichen Bereich an, den ich ja hier auch vertrete, kann man feststellen, das wird in der Pädagogik der frühen Kindheit oder Kindheitspädagogik kaum behandelt. Es findet sich kaum in einschlägigen Fachbüchern, in dem hier abgebildet von Stamm und Edelmann, findet sich ein Beitrag. Ansonsten ist das Thema auch in eher stärker praxisbezogenen Fachveröffentlichungen zu finden, wie zum Beispiel in dem hier auch von der Karg-Stiftung unterstützten Buch. Es fehlen aber ganz, ganz grundlegend überhaupt empirische Grundlagenstudien. Eine der wenigen ist eine von Kruger veröffentlichte. Es gibt keine Studien zu Einzelaspekten, wie zum Beispiel der Übergangsgestaltung bei hochbegabten Kindern. Es gibt auch
fast keine Evaluationen von Programmen und Konzepten. Also vielleicht sind sie mal durchgeführt worden, aber es findet sich kein Zugang dazu oder wenig Zugang. Es wird auch in den Texten häufig wenig differenziert zwischen Begabung und Hochbegabung. Und letztendlich kann man sagen, dass hier schon ein unglaublich breites Wissen zwar vorhanden ist, wie pädagogisch mit Hochbegabung auch, wie diese gestaltet werden soll, aber es gibt eine geringe empirische Absicherung dieser pädagogischen Praxis. Es ist ja nicht nur wichtig, dass das Thema sozusagen überhaupt fachlich diskutiert wird und auch wissenschaftlich untersucht wird, sondern dass auch in den einschlägigen Ausbildungen das Thema vermittelt wird. Wir haben eine Inhaltsanalyse der länderübergreifenden Vorgaben und fachschulischen Lehrpläne vorgenommen und haben die Frage gestellt, wird überhaupt für das Thema für das Thema Hochbegabung qualifiziert? Schauen wir uns die Bundesebene an, lässt sich feststellen, beim kompetenzorientierten Qualifikationsprofil für die Ausbildung von Erzieherinnen der Kultusministerkonferenz 2017 finden die Begriffe Begabung und Hochbegabung zum Beispiel gar keine Erwähnung. Es gibt allgemeine Überlegungen zur Förderung von Bildung und Entwicklung, also auch Themenbereiche, die für die Hochbegabung wichtig sind oder für die Förderung von Hochbegabung. Im Rahmenplan für die aktuellen Rahmenplan für die Fachschulen von 2020 findet sich der Begriff Hochbegabung im Lernfeld, Lebenswelten und Diversität wahrnehmen, verstehen und Inklusion fördern. Erstmal kann man positiv sagen, hier findet eine Verschränkung von Inklusion und Hochbegabung statt. Es geht um die Ermöglichung einer gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Wenn man dann aber in den Text schaut, findet es so ein Labeling von Entwicklungsbesonderheiten hier wieder statt. Es geht nämlich hier auch um Entwicklungsbesonderheiten bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wie körperliche und geistige Beeinträchtigung, Hochbegabung. So findet sich das Stichwort wieder. Eigentlich wird auch nur das Stichwort genannt, es gibt keine Ausführung, es bleibt ein Schlagwort. Dann ist natürlich interessant, wie die Bundesländer das umsetzen. Kann man sagen, dass sich viele Bundesländer an diesem Rahmenplan, den ich eben genannt habe, orientiert haben. Und dann findet der Begriff der Hochbegabung auch Erwähnung. Aber dann wird er eben nur einmal genannt. Eigentlich wohl wird dieser Rahmenplan in den Ländern ziemlich zentral einfach übernommen. In ein Drittel der Lehrpläne, die aber sich noch nicht an diesem Rahmenplan von 2020 orientiert haben, so auch in Niedersachsen, findet der Begriff der Hochbegabung dann häufig gar keine Erwähnung. Trotz fachschulischen Innovationsvorhaben, das ist schon ein bisschen länger her, was in Niedersachsen stattgefunden hat, Förderung besonderer Begabung als Ausbildungseinheit in der Fachschule Sozialpädagogik, hat das Thema Hochbegabung in den Lehrplan in Niedersachsen keinen Eingang gefunden. Auch kann man sagen, dass es in den Lehrplänen sehr unterschiedliche Verständnisse von Förderung, auch von insgesamt gibt und es eigentlich kein empirisches Wissen dazu gibt, wie eigentlich in der Ausbildung das Thema Hochbegabung auch umgesetzt wird. Zum weiteren fachlichen Rahmen, wir haben ja zunehmend auch kindheitspädagogische Studiengänge und hier haben wir auch nochmal geguckt, ob das Thema dort Erwähnung finden kann. Also hier könnte man ja vielleicht erwarten, dass die hochschulischen Studiengänge das aufgreifen und wir sehen hier auch ein besonderes Potenzial nochmal dieser Studiengänge, auch im Kontext von Hochbegabung, bestimmte Kompetenzen der Absolvierenden dann zu fördern, der Studierenden. Wir haben eine Stichprobe von 29 Studiengängen, von insgesamt 129 Studiengängen gebildet und haben gefunden, dass in 4 Studiengängen Begabung allgemein genannt wird und nur in 2 Studiengängen
Hochbegabung genannt wird. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht aus dem Modulhandbuch Evangelische Hochschule in Berlin. Also die Studierenden besitzen Kenntnisse über differenzielle Entwicklungsverläufe wie Entwicklungsverzögerungen und Störungen sowie wie Hochbegabung bei Kindern in der frühen und mittleren Kindheit. Sie sind dazu in der Lage, diese angemessen unter Berücksichtigung des Inklusionsgedankens zu begleiten, darüber Auskunft zu geben, weitere kompetente Ansprechpartner hinzuzuziehen. Also zumindest findet sich in einigen wenigen Modulplänen die Erwähnung des Themas Hochbegabung. Wir haben an der Uni Leipzig darüber hinaus einen Master Begabungsforschung und Kompetenzentwicklung, der sich aber nicht nur eben auf die frühe Kindheit bezieht. In der Schweiz einen Studiengang zur integrativen Begabungs- und Begabtenförderung. Aber auch hier wissen wir empirisch ganz wenig dazu, wie überhaupt sozusagen das Thema in der hochschulischen Qualifizierung letztendlich verankert ist. Das ist immer ganz interessant, finde ich, im Bereich der Kindheitspädagogik. Wir haben so wenig Wissen über die Qualifizierung, wenn man das mal vergleicht mit der Lehrerinnenbildung, wo es so viele Studien eigentlich in diesem Bereich gibt, wie Lehrerinnen qualifiziert werden und wie sie im Studium, welche Kompetenzen sie erwerben. Wir haben das im Bereich der Fachschule nur ganz wenig und auch im Bereich der Hochschule. Organisationale Rahmen, die sind mir auch an dieser Stelle sehr wichtig, weil genau auch hier das KARC Campus Projekt ansetzt. Letztendlich verweisen viele Studien darauf, wie unter anderem die Studie von KUGA, dass die organisationalen Rahmungen sehr, sehr wichtig dafür sind, dass man überhaupt eine gute Begabtenförderung auch durchführen kann. Hier zeigen Studien aus dem amerikanischen Raum, dass insbesondere dann, wenn der Personalschlüssel verbessert wird und die Gruppengrößen angepasst wird, dass die Wirkungen von Begabtenförderung höher sind und besser sind. Zum Teil weiß man aber nicht, ob es sozusagen Projekte, die es zur Begabtenförderung gab, vor allen Dingen dadurch gibt, dass dann in diesen Projekten letztendlich der Personalschlüssel verbessert wurde oder ob es an der besonderen Qualität der Förderung gelegen hat. Eine zentrale Frage kann man stellen, wie kann man überhaupt Ressourcen gewinnen für den Bereich der Förderung von Kindern mit Hochbegabung. Wir haben ja natürlich auch einen bestimmten Schlüssel, insbesondere im Bereich bei der Förderung von Kindern mit besonderen Förderbedarfen, den sogenannten Integrationsstatus. Und der wird natürlich im Bereich der Inklusion auch sehr, sehr kritisch diskutiert. Aber hier kann man zumindest sagen, jetzt geht das schon weiter, also hier kann man zumindest sagen, dass über diesen Schlüssel doch zusätzliche Ressourcen bereitgestellt werden. Sonst haben wir es im Bereich der Hochbegabung eigentlich nicht, dass wenn Kinder da sind mit einer Hochbegabung und man kann davon ausgehen, dass ja immer ein gewisser Teil von Kindern in der Kita sein müsste, dass hier keine besondere finanzielle Unterstützung stattfindet, wenn kein besonderes Modellprojekt oder so etwas angelegt ist. Also das wäre zum Beispiel nochmal zu diskutieren. Ich habe jetzt nochmal aufgegriffen den Index für Inklusion, weil ich denke, dass das zum Beispiel ein Instrument sein könnte, um Organisationen zu entwickeln, um nämlich auf unterschiedlichen Ebenen jetzt zu überlegen, wo kann eine Hochbegabtenförderung weiterentwickelt werden auf der organisationalen Ebene. Der Index für Inklusion legt zugrunde, dass es zentral ist, erstmal inklusive Kulturen zu entfalten, um dann daraus inklusive Leitlinien zu etablieren, um dann eine inklusive Praxis entwickeln zu können. Es ist ein Organisationsentwicklungsmodell, was hier zugrunde gelegt wird und dann wird nochmal auf den unterschiedlichen Ebenen beschrieben, wie man diese inklusive Entwicklung machen kann. Dieses Modell ist natürlich nicht entwickelt für die hochbegabten Förderung oder für die Entwicklung
zu inklusiven, hochbegabungsförderlichen Einrichtungen. Aber ich will das mal an ein paar Beispiele machen, wie so ein Indexprozess, der hier in dieser Grafik abgebildet ist, auch angestoßen werden kann. Also man beginnt mit dem Indexprozess, man beleuchtet die Erhebungssituation, auch etwas, was natürlich auch im K-Campus-Projekt gemacht wird. Man entwickelt einen inklusiven Plan, man setzt diesen Plan in die Praxis um und evaluiert ihn. Und ich werde mal einzelne Aspekte jetzt auch nochmal rausgreifen, die für die Hochbegabtenförderung auch interessant sein könnten. Also es gibt Indexkriterien im Index für Inklusion, und dann kann man zum Beispiel sagen, Gemeinschaft bilden ist zentral, und ein Indexkriterium ist, jeder soll sich willkommen fühlen. Und da ist natürlich die Frage, wie kann ich das erreichen in der Organisation, dass sich alle Kinder, also auch Kinder mit Hochbegabung in der Einrichtung willkommen fühlen, und was muss ich eigentlich dafür tun? Die Kinder helfen sich gegenseitig, ist so ein Indexkriterium. Auch wie kann ich sozusagen die Gemeinschaft der Kinder stärken und die besonderen Ressourcen der Kinder mit Hochbegabung dann nutzen? Ein weiteres Kriterium, die Erzieherinnen arbeiten gut zusammen. Also die Frage der Organisation könnte sein, welche multiprofessionellen Kompetenzen brauche ich eigentlich im Team? Wer muss welche Fortbildungen besuchen? Wie nutze ich die Kompetenzen, die dann durch bestimmte Abschlüsse auch im Team vorhanden sind? Zu welchen Themen soll sich denn überhaupt weitergebildet werden? Oder das Kriterium, es gibt eine Partnerschaft zwischen Mitarbeiterinnen und Eltern. Wie muss ich diese Partnerschaft ausgestalten in der Zusammenarbeit mit Eltern von Kindern mit Hochbegabung? Oder wenn Sie erstmal sagen, Sie haben entdeckt, dass Ihr Kind möglicherweise eine Hochbegabung hat, wie gehe ich diesen Prozess an? Auch die Erzieherinnen arbeiten gut mit dem Träger zusammen. Ist die Frage, wie wird die Einrichtung durch den Träger bei diesem Thema unterstützt? Die Einrichtung öffnet sich zum Stadtteil. Mit welchen Institutionen muss ich eigentlich mich vernetzen und zusammenarbeiten? Und so sind wir auch beim Thema Vernetzung, was ja auch in unserer Begleitstudie, in unserer Zusammenarbeit mit der Karg-Stiftung in unserem Kooperationsprojekt eine Rolle spielt. Insgesamt kann man sagen, dass Vernetzung ja eine relativ neue Anforderung ist für Kindertageseinrichtungen, wie viele andere Anforderungen, ist ein neuer Themenbereich, der in den Bildungsplänen formuliert wird, der zunehmend Thema wird. Kitas sollen sich vernetzen, sie sollen zu vernetzten Organisationen werden. Auch hier stellt sich die Frage, wie gut werden denn die Fachkräfte auf eine Qualifizierung qualifiziert für eine Vernetzung? Und auch hier können wir feststellen, dass das empirische Wissen zu der Vernetzung, also dass die Forschung dazu noch relativ gering ist. Insbesondere weiß man relativ wenig, mit wem sich eigentlich Kitas, also mit wem Kitas im Bereich Hochbegabung sich vernetzen und wie wird das mit anderen Netzwerken, die ja schon häufig in Kitas bestehen, letztendlich verknüpft. Und in unserem Netz-In-Projekt wollen wir genau diesen Fragen nachgehen. Und um das mal ein bisschen zu skizzieren, kann man Vernetzung auf unterschiedlichen Ebenen auch beschreiben. Es gibt natürlich so etwas wie eine fallbezogene und eine fallübergreifende Vernetzung. Das K-Campus-Projekt macht natürlich im hohen Maße eine fallübergreifende Vernetzung, indem es Kitas zusammenbringt und so weiter. Aber wir haben ganz häufig auch das Thema, dass dann vielleicht Eltern sagen, hier ist möglicherweise eine Hochbegabung und dann muss man mit anderen zusammenarbeiten in Bezug auf das individuelle Kind. Es gibt aber auch häufig dann in der Zusammenarbeit, also vielleicht wissen die Fachkräfte nicht, mit wem können sie dann zusammenarbeiten, welche Beratungsstellen sozusagen sind denn vorhanden und wer kann uns dabei unterstützen. Da geht es darum, bei der Vernetzung immer auch an den Löchern zu arbeiten, die in der Zusammenarbeit mit anderen bestehen. Zugleich ist natürlich das Thema Hochbegabung auch ein Thema im Übergang vom Kindergarten in die Grundschule. Und auch hier gilt es, in der Vernetzung ein Übergangsmanagement zu betreiben.
Und zugleich ist natürlich das Thema Hochbegabung auch mit bestimmten Bildungsbereichen verknüpft, wie zum Beispiel naturwissenschaftlicher Bildung. Und hier geht es auch angesichts der nur begrenzt vorhandenen Ressourcen in der pädagogischen Arbeit vor Ort auch darum, sich mit anderen Einrichtungen vielleicht zu vernetzen, mit Museen und so weiter. Und natürlich braucht es auch eine vernetzte Professionalisierung, eine Organisationsentwicklung, wie sie zum Beispiel hier in diesem KARK Campus-Projekt geschieht, dass hier eine Organisationsentwicklung stattfindet. Auch das ist vernetzte Arbeit. Diesen Fragen werden wir uns dann in unserem Projekt auch widmen. Es ist aber auch klar, dass eine Ausbildung oder ein Studium nicht hinreichend gut für alle Themen, die in der Kindertageseinrichtung wichtig sind, vorbereiten kann. Ein lebenslanges Lernen ist dann natürlich auch in diesem Bereich wichtig. Und wir können sehen, dass es insgesamt im Bereich der Kindertageseinrichtung eine insgesamt sehr, sehr hohe Bereitschaft gibt und einen hohen Bedarf an Weiterqualifizierung. Es gibt einige Studien, die das vergleichend machen und die stellen immer wieder fest, Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen haben eine hohe Bereitschaft und sie bilden sich auch regelmäßig und intensiv fort. Zugleich kann man aber auch feststellen, anhand empirischer Studien, dass es zuweilen sehr beliebig ist, wie sich weitergebildet wird, dass es wenig strategische Personalplanung gibt. Ich denke, in den letzten Jahren ist da schon einiges entstanden, aber die empirischen Studien zeigen sozusagen, dass es noch wenig eine Planung gibt auf Leitungsebene oder auf Trägerebene, welche Kompetenzen müssen durch Weiterbildung denn erworben werden. Die Effekte der Weiterbildung sind auch eingeschränkt dadurch, dass viele Weiterbildungen kurzfristig sind, dass es kein Wissenmanagement gibt, also immer, also durchgehend, dass das Wissen, was in der Weiterbildung entwickelt worden ist, dann auch in der Praxis umgesetzt wird. Wir haben natürlich zunehmend mehr auch didaktische Formate wie Inhouse-Fortbildungen, die das versuchen aufzugreifen. Es gibt eine Diversität der Angebote und einen geringeren Grad der Systematisierung, auch im Bereich der Hochbegabung. Also hier gibt es eine ganze Menge Angebote, die vorhanden sind, aber sie sind nicht systematisch aufeinander abgestimmt. Sehr zu begrüßen ist zum Beispiel im K-Campus-Projekt, dass die Weiterqualifizierungen, die hier stattfinden, eben auf mehreren Ebenen stattfinden und in einem Organisationsentwicklungsprozess eingebunden sind. Kurze Trinkpause. Ich komme jetzt zum pädagogischen Kerngeschäft. Ich würde jetzt unterteilen, wenn man Hochbegabungsförderung oder Unterstützung als eine pädagogische Aufgabe betrachtet, dass es hier einerseits darum geht, wahrzunehmen, dass Hochbegabung zum Beispiel ein wichtiges Thema ist. Dann geht es darum, Prozessbeobachtung zu betreiben, entlang der Beobachtung dann auch zu planen, wie kann ich Förderung insgesamt betreiben und daraus eine Förderung ableiten. Letztendlich kann man jetzt im Gegensatz zum Beispiel zur Schulforschung sagen, dass der Forschungsstand, hier ist die Überschrift leider falsch, insgesamt, Hochbegabung als pädagogische Aufgabe. Es gibt sehr, sehr wenig Studien dazu, zur Förderung von Kindern mit Hochbegabung in Kitas. Ist fast nicht vorhanden. Es gibt eine Menge Studien aus dem Ausland, aber aufgrund der sehr unterschiedlichen Kontextbedingungen, zum Beispiel in den USA oder anderen Ländern, steht sehr in Frage, ob diese Studien und die Ergebnisse dieser Studien auch übertragen werden können. Betrachtet man Hochbegabung als pädagogische Aufgabe der Wahrnehmung, dann geht es darum, dass pädagogische Fachkräfte über eine hinreichende Sensibilität haben und hinreichend Wissen über das Thema Hochbegabung, sodass diese im Fall von Hochbegabung vor dem Hintergrund auch pädagogischer Orientierung, auch im Kontext einer inklusiven Haltung,
pädagogisch angemessen reagieren können und damit die weiteren Prozesse der pädagogischen Begleitung der hochbegabten Kinder angestoßen werden können. Also bevor überhaupt gehandelt wird, braucht man sozusagen eine gewisse Sensibilität für das Thema. Und das kann man wieder unterteilen in drei Bereiche, so haben wir das in unserer Expertise gemacht. Es geht einerseits um das Erkennen von Hochbegabungen bei Kindern durch Fachkräfte. Es geht um die Gestaltung von Kommunikationsprozessen mit Eltern und externen Stellen. Und aber das muss eingebettet sein in eine diversitätssensible und hochbegabungsförderliche Kultur in Organisationen. Zum ersten Punkt. Wenn wir von Hochbegabung sprechen, dann ist Intelligenz natürlich ein zentrales Kriterium. Intelligenzdiagnostik ist aber keine Aufgabe von Kitas und ja, vielleicht müsste man hier jetzt länger ausholen, um vielleicht festzustellen, dass natürlich auch die Frage der Intelligenz im frühen Kindesalter, es gibt Diagnostik, die kann auch betrieben werden, aber natürlich ist hier eine hohe Flexibilität noch viel stärker als im Schulalter festzustellen. Aber gleichzeitig braucht man natürlich auch ein Wissen darum, was Hochbegabung zum Beispiel ist, wie es sich unterscheidet zu besonderen Begabungen oder Begabungen und Talenten. Man braucht also auch eine Sensibilität für das Thema. Und hier, denke ich, besteht ein erheblicher Ausbaubedarf. Und hier wird ja auch das Campus-Projekt daran arbeiten. Es braucht auch Wissen über Merkmale. Also wenn ich jetzt nicht als erstes vielleicht eine Intelligenzdiagnostik betreiben will, und dann muss ich wissen, was für Merkmale denn ja interessant sein können, um zu sagen, hier liegt möglicherweise sowas wie eine Hochbegabung vor. Ich muss aber auch ein Wissen über die Grenzen der Möglichkeiten meiner Einschätzung haben. Studien, nicht im Kita-Kontext, sondern in anderen Kontexten, verweisen darauf, dass rund 40% bis 50% der hochbegabten Kinder übersehen werden. Und aber auch 70% der als besonders begabt nominierten Kinder nicht wirklich besonders begabt sind, also häufig gar nicht hochbegabt sind. Man kann letztendlich sagen, dass aber auch die Kompetenzen, ja, Hochbegabung möglicherweise an Merkmalen zu erkennen, natürlich daran gebunden sind, dass auch gewisse Diagnosekompetenzen vorhanden sind. Also ich meine jetzt nicht eine jetzt Intelligenzdiagnostik durchzuführen, aber natürlich brauchen Fachkräfte auch eine bestimmte Kompetenz, bestimmte Phänomene erkennen zu können. Und die Studien, die es dazu gibt, sagen, dass es quasi ja noch ein, ja, dieses Thema noch ausbaufähig ist. Hier stellt sich dann die Frage, ob man zum Beispiel explizit ausgebildete Fachpersonen dann im multiprofessionellen Team hat, die dann auch das unterstützen können, das erkannt werden kann. Es gibt einige Checklisten, die aus unserer Perspektive aber wenig wissenschaftlich abgesichert sind. Es gibt auch Screening-Verfahren, wie zum Beispiel das BBK 3 bis 6, was aber ja schon einige Jahre alt ist und da auch sehr, sehr stark in Frage steht, ob es so eingesetzt werden kann. Wir denken, was ein zukünftiger Weg sein wird, ist, weniger über sowas wie Checklisten zu sensibilisieren, sondern über Fallbeispiele, also über Berichte von Kindern mit Hochbegabung, um sozusagen die Spezifika auch kennenzulernen und hier sozusagen ja so etwas wie ein Erkennen anbahnen zu können. Und natürlich, wenn dann die Vermutungen sich ja vielleicht weiter erhärten, ist natürlich auch eine externe Diagnostik angezeigt. Und dann braucht es natürlich Kommunikationsprozesse mit Eltern und externen Stellen. Und dann ist es eine anspruchsvolle Aufgabe, weil möglicherweise habe ich eine Vermutung und die Eltern teilen diese nicht oder die Eltern ja, wollen sozusagen das nicht wahrnehmen. Oder umgekehrt kann es ja auch sein, dass die Eltern auf die Fachkräfte zukommen. Und dann muss natürlich in einen Kommunikationsprozess über die Vermutungen gegangen werden und muss natürlich sehr sensibel agiert werden, weil es eben keine einfache Aufgabe ist,
dann jetzt Diagnostik zu betreiben und das zu bestimmen. Es braucht gute Kenntnisse über die beiden Lebenswelten, einen Austausch und dann möglicherweise auch eine Entscheidung für externe Diagnostik. Das muss aber eingebunden sein in sehr diversitätssensible und hochbegabungsförderliche Kulturen in Organisationen. Es ist nicht nur die Aufgabe einer einzelnen Fachkraft, hier sensibel auf das Thema zu sein, agieren zu können und Kompetenzen zu haben, sondern es geht darum, wie Kopp und Sättig zum Beispiel sagen, Gelegenheiten zu schaffen, um auch spezifische Interessen von Kindern überhaupt in den Blick nehmen zu können, erkennen zu können. Und dafür braucht es eine ressourcenorientierte, bedarfs- und bedürfnisorientierte Interessen fokussierende und achtsame Perspektive auf Kinder in ihren individuellen Lern- und Entwicklungsprozessen. Und natürlich eben dann, um eine diversitätssensible, begabungsförderliche Organisationskultur herausbilden zu können. Ich habe eben von Merkmalen gesprochen, die sind wissenschaftlich sozusagen, ja, gibt es unterschiedliche Kataloge. Ich würde einmal welche benennen. Asynchrone Entwicklung, also ein Unterschied zwischen kognitiver, psychischer, motorischer und sozial-emotionaler Entwicklung. Also so eine Disharmonie zwischen den unterschiedlichen Entwicklungsbereichen. Eine beschleunigte Entwicklung, akzelerierte Entwicklung in bestimmten kognitiven Bereichen, wie zum Beispiel, dass ein Kind ein ganz, ganz besonderes Gedächtnis hat oder ein bereichsspezifisches Wissen in bestimmten, in der Naturwissenschaft zum Beispiel, oder dass es einen Vorsprung in bestimmten schulischen Vorläuferkompetenzen gibt. Also Frühleserinnen können sozusagen ein Hinweis sein, aber viele hochbegabte Kinder sind gar nicht Frühleserinnen oder Frührechnerinnen. Eine überdurchschnittliche Sprachentwicklung kann Thema sein, Wortschatz und Grammatik, auch ein ganz besonderer Wissensdurst, eine große Neugierde, vertiefte Interessen, Kreativität, Ideen und auch ja, so alternative Denkwege lassen sich häufig beobachten. Das alles können Hinweise sein, um ja, auf Hochbegabung, aber müssen alle nicht gleich und besonders kommen sie nicht alle gleichzeitig immer vor. Wenn aber Kinder oder Vermutungen dazu da sind, dass Kinder Hochbegabung haben oder dass ja, diese Hochbegabung schon diagnostiziert wurde, geht es natürlich darum, Kinder auch prozessual zu beobachten. Bei diesem Prozess geht es darum, im frühpädagogischen Alltag Informationen zu den Kindern mit Hochbegabung zu sammeln im Rahmen einer Prozess- und Förderdiagnostik. Also ich meine hier zum Beispiel Beobachtungsverfahren, die hier auch etabliert sind, wie Bildungs- und Lerngeschichten. Kinder in ihren Lernumwelten durch den Nachvollzug seiner Interessen, Lernwege, Motivation und Ressourcen zu verstehen. Darum geht es. Aber der Fokus soll eben nicht nur auf, im Sinne einer Inklusion, nicht nur auf Hochbegabung liegen, sondern darauf bezogen, hinreichend aber sensibilisiert sein. Und da haben wir dann ein Problem häufig bei Beobachtungsverfahren, die bis mittlerweile vorliegen, ja vielfältig, wie zum Beispiel Bildungs- und Lerngeschichten, dass sie nicht das Thema Hochbegabung aufgreifen. Und eine Prozessdiagnostik in Pädagogik soll natürlich immer dialogisch ausgerichtet sein, soll die Perspektiven der Kinder, der Eltern und der Kindergruppe mit einbeziehen. Schaut man sich Studien an, also ich gucke mir nur jetzt das Potenzial an, können überhaupt Beobachtungsverfahren hier beim Thema Hochbegabung helfen? Und dann kann man sagen, dass die Studien, die es dazu gibt, sagen, dass die zeitlichen Ressourcen nicht ausreichen. Wenn zum Beispiel in dem ja, Beobachtungsverfahren Bildungs- und Lerngeschichten vorgeschlagen wird, diese zweimal im Jahr durchzuführen, dann kann man schon davon ausgehen, dass es wenig zielführend ist für eine ja, Unterstützung von Kindern mit Hochbegabung, nur auf die Beobachtungsverfahren Bildungs- und Lerngeschichten zu setzen. Zweimal im Jahr reicht sicherlich nicht aus. Auch zeigen die Studien, die es dazu gibt, die wir selber gemacht haben, zum Beispiel auch Grenzen des Verstehens auf. Also die Verfahren sind ja noch nicht so lange entwickelt. Es geht darum, dass diese Verfahren eben noch nicht auf hochbegabte Kinder ausgerichtet sind
Und dass sie zwar eine Stärke darin haben, diese Verfahren, die Stärken und Interessen der Kinder in den Blick zu nehmen, aber sie sollten auch auf die vorhin von mir genannten besonderen Merkmale aufmerksam machen. Und hier müssten vielleicht diese Verfahren modifiziert werden. Genau, also sie müssten auch die Bedürfnisse hochbegabter Kinder erweitert werden. Viel, viel stärker würde ich noch die Potenziale freier Beobachtung sehen. Also manchmal gibt es so in der Diskussion um Beobachtungsverfahren so eine Gegenüberstellung. Wir machen jetzt Beobachtungsverfahren und die freie Beobachtung hat nicht mehr so einen hohen Wert. Aber in der wissenschaftlichen Diskussion werden also gerade die adaptiven Kompetenzen der Erfassung von Lernausgangslagen und der Interessen von Kindern im Alltag hoch eingeschätzt, auch zum Beispiel bei der alltagsintegrierten Sprachförderung. Hier kann man aber auch noch ein Ausbaupotenzial sehen. Also die Studie zum Beispiel von Tola hat festgestellt, dass ganz häufig, wenn Kinder beobachtet werden im Alltag, dann, also die haben Videos gezeigt den Fachkräften, so starre Zuschreibungen erfolgen. Oder es sozusagen eine Beurteilung von so ganz alltagspraktischen ja, Wissen gibt. Ein wissensbasierter Typ, der also eine Sensibilität einerseits für die Sichtweisen der Kinder hat und oder der Eltern und das Vermögen, eben auch unterschiedliche Perspektiven aufeinander zu beziehen, unterschiedliche Wissenskontexte aufzurufen, da sieht die Studie noch Ausbaupotenzial. Und wenn ich beobachte, dann geht es natürlich auch darum, dass ich diese Beobachtungen, die ich im Alltag gemacht habe oder mit Beobachtungsverfahren, dann in meine pädagogische Planung überführe. Also zum Beispiel Dokumentationen erstelle, Teamgespräche darüber führe und passende Maßnahmen natürlich nicht nur im Teamgespräch unter den Fachkräften, sondern auch mit den Kindern im Austausch mit den Eltern dann ableite. Hier ist zentral die Frage, welche pädagogischen Strategien brauche ich eigentlich? Welche Materialien brauche ich? Welche Angebote werden genau benötigt, um auch Förderung betreiben zu können? Wir haben selbst in einigen Studien Teamgespräche aufgezeichnet und haben ja, diese Teamgespräche interpretiert und auch im Kontext von Beobachtungsverfahren und haben festgestellt, dass es zwar einen sehr, sehr differenzierten Zugang zu den, ja, zu den Interessen des Kindes gibt in diesen Teamgesprächen, aber es häufig Schwierigkeiten gibt, aus diesen vielen Überlegungen, die dann in den Teamgesprächen angestellt werden, auch eine Förderplanung abzuleiten, zu sagen, so und so kann ich Kinder unterstützen. Auch zum Teil lässt sich feststellen, dass sich sehr stark dann an den Beobachtungsbögen orientiert wird, dass es darum geht, diese richtig auszufüllen, aber weniger darum geht, sozusagen den Interessen der Kinder zu folgen. Und diese Prozessschritte von ja, Beobachten, Interessen herausarbeiten, daraus Planungsschritte abzuleiten, wird wenig systematisch durchlaufen. Wie kann man eigentlich Hochbegabungsförderung ja, dann gestalten? Und hier werde ich mich auf die rechte Seite jetzt konzentrieren zum Schluss des Vortrages und werde zwei Bereiche in den Blick nehmen. Natürlich haben wir im Bereich des ja, der Bereich älterer Kinder, die Möglichkeit der Akzeleration sehr weit. Also das heißt, ja, dass Kinder zum Beispiel Klassenstufen überspringen und so weiter. Hier haben wir im Bereich der frühen Kindheit vor allen Dingen die frühere Einschulung. Aber darauf werde ich nicht heute eingehen. Ich werde mir eher sozusagen auf die Möglichkeiten des Enrichment eingehen, also die Anreicherung des pädagogischen Alltags. Wie kann man das gestalten? Wie kann man ja, Förderung eigentlich konzipieren? Und da gibt es sozusagen ein ganz gutes Schema von Klucniok und Rosbach und Große, die das mal beschrieben haben für die Gestaltung des Übergangs in die Grundschule. Sie sagen, es gibt eine allgemeine Förderung, die jetzt sozusagen allgemein Kognitionsförderung ist, allgemeine soziale Kompetenzen fördert und eine bereichsspezifische Förderung, also wie zum Beispiel im Bereich Naturwissenschaft. Und es gibt eine Förderung, die stärker angebotsorientiert ist oder die stärker an Situationen und Alltagen, am Alltag ansetzt.
Und auch die Hochbegabungsförderung könnte man sozusagen hier einsortieren. Also man kann natürlich so etwas machen, könnte man machen, Andenken, Kognitionstraining. Also das wäre dann angebotsorientiert allgemein. Man kann aber auch sagen, ja, vielleicht im Sinne von Inklusion wäre es sinnvoller, so etwas wie eine Alltagsförderung im Alltag durch eine hohe Interaktionsqualität oder durch die Unterstützung von Sustained Shared Thinking, also lang anhaltenden Denkprozessen. Oder auf der anderen Seite bereichsspezifisch kann ich natürlich alltagsorientiert auch naturwissenschaftliche Bildung betreiben beim Frühstück oder ich kann es angebotsorientiert machen durch Experimente, durch spezifische Angebote. Und Förderung sollte immer daraus ausgerichtet sein, zu entscheiden, wo in welcher Situation welche Form hier angemessen sein kann und da auch eine Balance zu finden. In der Hochbegabtenförderung insgesamt sind die Leitlinien stärker auf der Seite hier oben angesiedelt, hohe Interaktionsqualität, also allgemein und situationsspezifisch alltagsorientiert zu fördern, nämlich alltagsnah, beiläufig, situationsgebundenes Lernen, kind- und lernerzentriert, individualisiert, flexibilisiert, eine hohe Passung zwischen Kind, dem Lerninhalt und den Methoden und positive soziale Interaktionen sind wichtig. Das zeigen Studien aus dem amerikanischen, insbesondere aus dem amerikanischen Raum. Auch Studien aus Deutschland sagen, dass Fachkräfte hohe Kompetenzen brauchen im pädagogischen Alltag, adaptiv zu fördern. Also das heißt, sich an der Lernausgangslage der Kinder auszurichten. Und Fachkräfte sprechen sich dort auch hohe Kompetenzen zu in Studien. Aber man kann auch sagen, dass 25% bis 30% der befragten Fachkräfte, zum Beispiel von Behrensen und anderen, sagen, dass eine individuelle Förderung angesichts der hohen, angesichts der schlechten Rahmenbedingungen nicht umsetzbar ist. Zum Beispiel solche adaptiven Kompetenzen werden in der Sprachbildung sehr stark diskutiert oder im Bereich der Förderung wissenschaftlichen Denkens. Und die Studien, die es dazu gibt, sagen, dass es auch hier ja, ausbaufähig oder ja, dass noch hier sozusagen ja, Luft nach oben ist. Es braucht sozusagen kognitiv anregende Verfahren und die sind sozusagen noch relativ wenig verbreitet. Es gibt Studien, die haben das in der zeitlich gemessen und sagen, naja, also ist, wie Anke König, die zum Beispiel festgestellt hat, dass relativ selten diese zum Beispiel ja, Situationen sind, wo man tatsächlich ganz lange mit Kindern auch über gemeinsame Themen nachdenken oder Scaffolding oder andere ja, hohe, also kognitiv anregende Verfahren finden sich im pädagogischen Alltag nicht ganz so häufig, wie es möglicherweise wünschenswert sind. Also, das ist ausbaufähig. Zum Beispiel zeigen Studien, dass die Fachkräfte viel mehr sprechen in der Interaktion mit Kindern als die Kinder und dass nur ein Drittel der Redebeiträge insgesamt anregend ist. Auch in unserer Studie zur Bilderbuchbetrachtung von Essenssituationen und Bilderbuchbetrachtung ist ganz häufig so das Thema, dass die Fachkräfte daran orientiert sind, dass der Ablauf gut funktioniert, aber weniger es darum geht, jetzt beim Essen auch langanhaltend mit Kindern zu sprechen. Was sind Strategien, die hier zu finden sind? Das Freispiel ist natürlich eine Möglichkeit, die genutzt werden kann. Aber was im Bereich der frühen Förderung doch zentral ist und zentral beachtet werden muss, ist ein Enrichment für alle. Wenn wir nicht wissen, welche Kinder sozusagen tatsächlich eine Hochbegabung haben oder das Potenzial vielleicht noch nicht ganz entwickelt haben, ist eine hohe ja, Interaktionsqualität, ein hohes Grad der Qualität der Lernumgebung wichtig, also ein Enrichment für alle. Die Anreicherung von Spiel- und Lernumwelten gehört das dazu. Die globale kognitive Anregung durch offene Fragen, Denkaufgaben, Philosophieren mit Kindern, Metakognition ist wichtig. Die domänenspezifische Anregung und auch bestimmte Ansätze zu verfolgen in der pädagogischen Arbeit. Aber auch in der Literatur wird Projektarbeit
beschrieben aber auch spezifische Sonderangebote für einzelne Kinder oder Gruppen. Oder so etwas wie ein Mentoring von Kindern. Also, dass ältere Kinder sozusagen jüngere Kinder dann begleiten. Aufgrund ihrer, also dass jüngere Kinder, die eine Hochbegabung haben, zum Beispiel dann mit älteren Kindern auch zusammenarbeiten. Es gibt ein paar sozusagen zusätzliche Angebote, die man nutzen kann. Also hier im Bereich nicht Alltagsintegration, sondern stärker sozusagen zusätzliche Angebote wie Denkspiele mit Elfe und Mattis. Haus der kleinen Forscher bietet natürlich eine ganze Menge an. Aber zum Beispiel Denkspiele für Elfe und Mattis ist jetzt mittlerweile digital entwickelt worden. Ist einer von wenigen Instrumenten. Und auch hier ist nicht so wissenschaftlich klar, wie es sich auf die Förderung von hochbegabten Kindern auswirkt. Das Haus der kleinen Forscher macht Angebote. Es gibt natürlich auch andere Projekte wie das Pheno, Kinderakademie Fulda, Grüne Schule Braunschweig und so weiter. Aber die müssen auch erreichbar sein und nutzbar sein. Und letztendlich ist so ein bisschen unklar, ich schätze die Arbeit des Haus der kleinen Forscher sehr klar, aber man könnte sich noch mal unterhalten, was sie tatsächlich sozusagen letztendlich machen, auch für die hochbegabten Förderung. Und hier sozusagen braucht es vielleicht noch mal Weiterentwicklungen. Und damit möchte ich schließen. Durch meinen also doch sehr ausführlichen und vielleicht auch differenzierten Ritt durch die unterschiedlichen Ebenen des Systems der Kindertagesbetreuung und möchte ein kurzes Fazit ziehen. Hochbegabungsförderung gelingt nur in einem kompetenten System, was dafür ausreichende Bedingungen schafft, auch Hochbegabungsförderung zu betreiben. Wesentliche Bausteine sind hierfür, dass die fachliche Verankerung des Themas bildungspolitisch, also dass das Thema bildungspolitisch auch verankert ist. Das haben wir natürlich hier sehr gut in dem Projekt der KAG, des KAG Campus, dass es auch hier eine bildungspolitische Unterstützung gibt. Aber natürlich gilt es noch darum, in den Bildungsplänen das Thema, in der fachschulischen Qualifizierung das Thema auch stärker zu implementieren. Und eine Stärkung der Organisationen im Sinne einer diversitätssensiblen und hochbegabungsförderlicher Kultur zu unterstützen. Es geht aber darum, noch auch die empirische Forschung in diesem Bereich zu unterstützen und auch die pädagogischen Fachkräfte dazu befähigen, das Thema Hochbegabung in ihrer pädagogischen Arbeit aufzugreifen, einen Anregungsreichtum auf unterschiedlichsten Ebenen auch zu unterstützen, auch und eben auch nach den Prinzipien der Inklusion zu arbeiten. Und in diesem Sinne gilt es genau anzuschauen, wie sind die einzelnen Ebenen eigentlich miteinander verbunden und wie tragen sie dazu bei, Organisationen dabei zu unterstützen, begabungsförderlich und inklusiv zu sein. Und damit möchte ich mich bedanken mit den Literaturhinweisen für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt habe ich doch was überzogen, aber wir waren ja ganz gut in der Zeit. Ganz genau. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Kloß, für diesen systematischen und ausführlichen Überblick, der uns tatsächlich die Thematik sehr nahe gebracht hat, weil Sie, wie Sie es auch häufig betont haben, tatsächlich sowohl international als auch national bisher sehr wenig betrachtet wurde, Hochbegabung in der frühen Kindheit. Besonders spannend, und das wäre mein Fazit aus Ihrem Vortrag, ist, dass es einfach vielfältige Bedingungsfaktoren braucht, die dazu führen, dass Kinder ihre Potenziale entfalten können. Und Sie haben diese vier Ebenen sehr differenziert aufgemacht: fachliche Rahmung, bildungspolitische Rahmung, pädagogische Aufgabe, organisationale Rahmung und wie die miteinander verschränkt sind und dass einzelne Intentionen, wie zum Beispiel, wenn eine besonders engagierte Fachkraft da ist, dass das zwar wichtig ist, es ist aber nur ein Baustein, damit Kinder auch ihre Potenziale entfalten können. Und vielen Dank auch für das konzeptionelle Zusammendenken von Hochbegabung und Inklusion, eine neue Perspektive. Und damit gebe ich den Raum frei für Fragen Ihrerseits.